Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Oh, möchte keiner eine Fahrkarte kaufen, das finde ich gut. Dann können wir ja sofort weiterfahren hier. Das sieht irgendwie komisch. Achso, das ist eine Steinmauer da vorne. Ich denke eben, hä? Das sah ein bisschen komisch aus gerade. Oha. Jetzt wird es interessant hier. Hoffentlich kommt mir keiner entgegen. Ah, ging ja noch. Ich dachte, jetzt kommen hier dicke Serpentinen. Oh, Baustelle. Ach du Scheiße, was ist denn hier los, ey? Ah ja, zum Glück kam mir keiner entgegen. Aber hier, hier ist eine Baustelle. Ah, ja, 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 ja. Ach doch, die Stelle kenne ich. Die habe ich schon mal irgendwo auf YouTube gesehen. Allerdings aus der anderen Fahrtrichtung. Das wird gleich noch schön eng da, glaube ich. Wenn denn die Ampel mal grün wird, heißt es. Ja, ich glaube, jetzt dürfte gleich auch langsam die Zeit für die erste, für den ersten Teil dieser Episode abgelaufen sein. Wenn gleich irgendwann ein Schnitt kommt, ja, dann wundert euch nicht. Dann geht's mit der 23.2 weiter die nächsten Tage. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das gebacken kriege hier. Ah, das sieht ja ganz gut aus. Und, ah, ich dachte schon, der kommt mir jetzt entgegen da. Ja. Oh, war ja gar nicht so schwer. Musste aber allerdings komplett mit dem Überhang vorne rüber. Das sah vielleicht ein bisschen aus der Perspektive so aus, als ob ich mit dem Vorderrad schon auf dem Board, auf dem hier von der Straße runter war. Aber das war natürlich nicht so. Das hättet ihr ja auch gemerkt oder gehört auch viel mehr. Ja, mal nicht zu schnell um eine Kurve fahren, damit sich die Fahrgäste nicht beschweren. Oh, geht das jetzt ewig so weiter hier mit den Serpentinen? Ich hasse das. Obwohl, hier hält sich ja noch in Grenzen, weil hier nicht so viel Gegenverkehr ist. Ich kann ja schon mal die nächste Ansage drücken hier, ne? Sternwarte. Oha, 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 liebe Leute. Was hupt der denn da hinter mir? Siehst du nicht, dass ich hier mit einem langen Bus unterwegs bin? Falls ihr euch wundert, warum ich gerade so langsam fahre, ich trete das Gaspedal schon durch. Schneller fährt die Kiste nicht. Aber hier darf man eh nur 30 fahren gerade. Wenn mir jetzt ein Bus entgegenkommt, ist scheiße. Aber zum Glück. Ist ja nicht hier wie in Bad Kienzau, ne? Wo einem in den Serpentinen ständig Busse entgegenkommen und wenn man da schon steht, die einem trotzdem noch reinfahren.
Ja, ja, sowas machen die. Kommt ihr auch irgendwann mal wieder an eine Haltestelle eigentlich? Das wird doch schon wieder hier alles blöd. Was sagt uns? Oh, wir sind eine halbe Minute zu früh. Das finde ich gut. Dann haben wir noch ein bisschen Puffer. Oh nein, oh nein, ein Auto. Ah, gepasst. Wo ich gerade die Serpentinen so oft sage hier, ne? Mir ist aufgefallen, dass ich aus Versehen bei Bad Kienzau, als wir mit dem Zito 520 unterwegs waren, ja, dass ich da aus Versehen Terpentinen gesagt habe. Ich habe mir das hinterher angehört. Ab und zu gucke ich dann ja auch nochmal selber in meine Folgen rein, ja. Ich denke, ach du Scheiße, musst du erstmal voll anfangen zu lachen. Oh, eine Haltestelle, herzlichen Glückwunsch. Oh, und die, oh, wie es aussieht, sind die Serpentinen endlich vorbei hier. Hallo, eine Kurzstrecke bitte. Ja, Moment, ich muss erst meine Zigarette ausmachen. So. Gewöhnt euch das erst gar nicht an hier mit dem Rauchen, ja? Kurzstrecke. 3,30 Mark gibt's zurück. Möchten Sie auch noch was, junger Mann? Nö. Gut, jetzt habe ich das schon wieder verstellt hier. Durst habe ich auch, aber ich komme hier ja nicht zum Trinken. Wie, was ist hier los? War da nicht ein Ampelsymbol eben? Ah, hier sieht's gut aus. Yay, wir können mal richtig Gas geben hier. Aber jetzt auch schon nicht mehr, weil da vorne ist jede Menge zäh fließender Verkehr. Wiklinger Forst, alte Abtei. Ja, ich würde sagen, hier müssen wir rein. Oh, oh, Scheiße. Jetzt hatte ich doch den Bordstein mitgenommen. Ja, weil ich die... ich bin ein bisschen unglücklich mit der Kameraeinstellung hier. Muss ich doch wieder ein bisschen runterziehen. Aber dann sehe ich wieder nicht die Leute im Rückspiegel. Ach Mann, alles blöd. Ah, schon wieder so enge Straßen hier, was? Oh, 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 das war aber knapp eben. Heiliger Bimbam.
Was sagt eigentlich die Temperatur hier? Ich guck lieber erst gleich. So, die wollen alle abbiegen oder wie sieht das aus? Ne, der will geradeaus weiterfahren. Der will abbiegen. So, was ist mit dem? Der will auch abbiegen da. Dann fahren wir jetzt mal raus hier. Ah, hat ja doch ganz gut geklappt. Oh, Manfred möchte mit. Ich hoffe, du willst keine Fahrkarte haben. Nein. Natürlich willst du doch eine Fahrkarte haben. Einmal normal. 2,30 Mark gibt's zurück. Bitteschön. So, Uhrzeit sagt, ich kann einen Schluck Spezi trinken. Das ist gut. Warum steht der Golf da eigentlich hinter mir? Ich blink doch rechts. Ah, dann fahren wir halt jetzt mal raus. Einen U-Turn sollen wir machen. So. Überall diese Pfützen auf der Straße. Und wir sind gerade hier auf Vollspeed. 90 km/h, meine Damen und Herren, verehrte Fahrgäste. Jetzt wieder zu steigen, jetzt wieder mit dabei sein. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ach, ist übrigens auch lustig, dass es im Tunnel regnet, ja. Wenn ich jetzt mal den Scheinwischer ausmache, ja. Das ist ja sehr realistisch. Ach, den kennen wir doch, ja. Von da, hua! Alter, bremst doch nicht auf einmal hier. Ja, vom Gletscherparkplatz hier fährt ja der Gletscherexpress nach oben zur Talstation von der Seilbahn. Aber da wollen wir heute natürlich nicht hin. Was ist mit der Ampel los? Was ist das? Hallo. Einmal normal. Was ist zu... Hallo? Zu warm ist das? Naja, 25 Grad. Ich kann ja mal hier... So.
So, jetzt muss ich gucken, an welchen Haltestellen wir halten und an welchen nicht, weil jetzt... Oh, was ist denn jetzt los? Das Wetter wird immer schlechter in Hamburg. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab natürlich nichts verändert. Ist gerade richtig dunkel geworden da. Hatte ich denn den Bus Licht angemacht? Ja, ich glaube ja. Ja. Warum das so laut? Ist die Hintertür noch offen oder was? Ah, stellt euch nicht so an, nur weil ich ein bisschen schnell in der Kurve bin hier. Also wie gesagt, heute ist der 5. Dezember, in dem Moment, wo ich das hier aufnehme. Das ist ja der Tag, an dem jetzt dieser Sturm, dieses laue Lüftchen, Xaver, angekündigt ist. Bis jetzt ist hier noch alles ruhig, aber wie man sieht, in Hamburg wird es langsam dunkel. Ich habe ja hier das Original Hamburger Wetter an. So muss ich hier halten. Ja. Das nervt schon so ein bisschen, dass jedes Mal das ins Haken kommt, wenn ich die Haltestellenbremse einlege. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein. Ach, da wollte noch jemand mit. Hallo. Hallo. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, die Türen zu. Ja. Ah, der weiße Golf ist nett, der lässt mich raus. Zavelstein. Na gut, das ist jetzt so ein bisschen hart, kann natürlich auch an dem Wetter hier liegen. Derzeit 16 Frames pro Sekunde, das ist nicht wirklich viel. Ach, ich brauche gar nicht zu dem Bussteig da drüben. Das finde ich auch gut. Brauche ich nicht so viel rumkurbeln da. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke. Bitteschön. Einmal normal. Sollst du kriegen, Manfred. Kein Ding. Hier, bitteschön. Was denn jetzt los? Ah, alles klar. Ne, hier endet nur die 636, genau. Wir fahren ja weiter bis nach Römerberg.
Muss ich da lang? Nee,